Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Liadina, ich grüße dich. Ihr habt einen Kinderwunsch und du möchtest wissen, kommt es zur Erfüllung, ja oder nein? Ich würde so viel dazu sagen, ich habe diesen Kinderwunsch auch gehabt und mein Sohn war ein Wunschkind, mittlerweile ist 31 Jahre alt. Also ich verstehe und es ist natürlich, wenn man diesen Wunsch hat. Und das darf man auch wünschen. Und für eine Kinderseele ist es wunderschön, wenn so im Welt kommt, wenn er gewünscht ist. Aber wenn das um Intimität handelt, dann soll das nicht die Gedanke sein, oh, hoffentlich klappt das jetzt oder klappt es nicht. Auch nicht die Gedanken, oh, können wir das Kind überhaupt ernähren oder wie wird die Zukunft sein? Damit entstehen Ängste, Unsicherheit, Zweifel und das blockiert. Gar nicht daran denken, sondern die Sexualität genießen. Wenn das Kind kommen möchte, diese Kinderseele, dann kommt so oder so. Er muss dafür nichts tun, nur dieser Wunsch zum Haben, dieser Traum ja, aber ohne Druck. Und jetzt schauen wir diese Legung an. Die Hauptthema liegt hier in die Mitte und das ist eure Partnerschaft und ihr liebt euch. Das zeigen hier die Kelchen. Und ihr seid im gleichen Augenhöhe. Du liebst ihn, er liebt dich und von dieser Liebe wird ein Kind entstehen und das ist schon hier sichtbar. Kannst sicher sein. Und was brauchst du dazu? Das ist diese Mäßigkeit, die inneren Gleichgewicht, die inneren Harmonie, nicht zu viel, nicht zu wenig, die Sexualität genießen, diesen Traum zu haben, ein Kind zu bekommen und dann loslassen, geschehen lassen. Das Kind kommt von alleine oder habt ihr die göttliche Führung. Und dieser Traum erscheint hier. Das ist dein Wunsch, das ist sein Wunsch und ihr dürft diese Vorstellung haben. Du kannst das in eine meditative Haltung verinnerlichen. Mach diese Übung jeden Tag 5 Minuten. Schließ deine Augen und stell das vor, das Kind ist da und ihr seid eine glückliche Familie. Lenk die Aufmerksamkeit in diese Richtung, weil das ist Energie und das manifestiert sie, das wird Realität. Aber wenn das um die Intimität handelt, dann sollst das volle Züge genießen mit Leichtigkeit mit deinem Mann und umgekehrt, da brauchst du nicht über das Kind nachzudenken und er auch nicht. Weil da entsteht Hemmungen oder vielleicht Zweifel, ob das überhaupt klappt oder nicht klappt. Also das gehört dann nicht in diesen Moment, diese Thematik, sondern vorher oder nachher in eine solche meditative Haltung. Augen schließen, das verinnerlichen, egal was rundherum ist, du erschaffst deine innere Welt. Und das kommt etwas entgegen und das wird euch überreichen, diesen goldenen Pokal, diese Liebe, die Gefühle und das kommt zum Erfüllung, weil hier liegt auch die Sieg, die Leidenschaft und die Gefühle, das, was euch trägt. Hier die Feuerelement, die volle Begeisterung, nicht nur was die Intimität betrifft, sondern was das Kind betrifft und auch die Gefühle, diese Liebe.
Und dieser Kind findet zu euch, weil er ist schon unter, oder sie kann auch sein, wobei die Karten zeigen eher auf ein männlichen Geschlecht, aber da möchte ich nicht festlegen, aber das Kind ist schon unterwegs und die Sonne macht ihn sichtbar. Das ist Schwangerschaft, da wird ein Kind geboren. Ich befrage mein Pendel, klappt das auch, diese Schwangerschaft? Ja, nein oder vielleicht. Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, es klappt, zwar absehbare Zeit. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet, es klappt nicht. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet, es bleibt momentan stehen. Wie die Zukunft ausschaut, ist ungewiss. Die Antwort ist ja, das klappt. Du kannst damit rechnen, das Kind ist schon unterwegs zu euch und ihr gründet diese Familie. Liebe Liadina, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.